Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Was ist das für ein Loch? Das war das nächste Projekt. Wir wollten uns hier die Straße entlasten, hier in der Mitte. Ihr könnt mich mal. Das ist mein Arbeitsplatz. Zugegeben, bisschen kahl. Ja, für die Nazi-Nerds ein bisschen ungewöhnlich, unnerdig. Da oben Ecken, Darth Vader. Ja, das ist, glaube ich, das höchste der Gefühle. Und ich dachte mir, hey, was kann man machen, um diesen schönen, kahlen, weißen Platz ein bisschen aufzupimpen? Und die Lösung kommt hier. Loot Trader nennt sich das Ganze. Tada! Und ja, das ist ein Überraschungspaket. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Da ist ein Gimmicks, so Nerd-Stuff, Geek-Stuff und so Merchandise von verschiedenen Produkten. Und wir machen heute mal auf Point of View ein kleines Unboxing dieser schönen Box. Ich weiß nur, dass es jeden Monat ein gewisses Thema gibt. Dieses Thema ist Galactic und mal gucken, was da drin ist. So, wollen wir mal öffnen. Bisschen schwierig mit einer Hand und dieser Kamera ist. Tut mir sehr leid, aber ihr könnt genau das sehen, was ich gerade sehe. So. Also, öfters ist da ein Shirt drin, also jedes Mal drin, und ich bin echt gespannt, was wir da diesmal dabei haben. Oh, da sehe ich schon ein bisschen Transformers. So, dann klappen wir mal schönes Ding auf. Ha, was ist das denn? Ein Armband aus Gummi von Titanfall. Ah ja, okay. Dann Guardian of the Galaxy. So Festival-Armbänder. Okay, not my favorite. Also ich glaube, ich bin leidenschaftlicher Festivalgänger. Ja, aber ich würde es jetzt mir nicht anziehen. So, kommen wir zum Shirt. Oh, Pulp Fiction lässt grüßen. Ein Royal mit Käse, bitte. Royal mit Käse? So ist es. Wir nennen die ein Big Mac. Big Mac ist ein Big Mac. Geil. Rocket und Groot. So, was haben wir hier? Transformers. Ja, was kann das sein? Ein Autobot-USB-Licht. Nice. Okay, dann wollen wir mal ein schönes Stück öffnen. Ist ja das ganz große Teil hier drin. So, was haben wir denn hier? Also, ein Paket im Paket. Finde ich schon mal sehr gut. Inception-mäßig. So, USB-Kabel. So, zur Seite legen. Und was haben wir da Schönes? Was haben wir da Schönes? Tada! Dann wollen wir mal es auspacken. Zip, ging ja ganz schnell. Ja, sieht ganz cool aus. Da oben ist der Schalter. Das werden wir auf jeden Fall gleich mal aufbauen. Und ja, mal gucken, was wir noch da drin haben. So. Da waren die Anleitung. Ja, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber ist ja selbsterklärend. Trotzdem schön. Das war's mit der Inception-Packung. Dann, was haben wir hier denn? Du hast einen Loot verpasst. Ja. Ach, guck mal hier. Da haben wir Süßigkeiten. Das sind Alien Eggs. Kaugummis sind das. So. Ja, ganz nett. Bin jetzt kein großer Kaugummi-Fan im Sinne von süße Kaugummis. Aber kann man machen. Dann ein paar Sticker. Loot Raider versteht sich. Da kommt auch mal eine Sticker-Magnetwand. Und ja, Loot verpasst, wie gesagt, eben gerade gesehen. Wenn ihr mal ein Loot wollt, was hier was rausgekommen ist und das fandet ihr toll, dann könnt ihr es wieder bestellen. So, Star Trek musste sein. Finde ich cool. Bis Star Wars fehlt in dieser Packung, wie ich gerade gesehen habe. Aber ist okay, ein Föderationsabzeichen und diese Karte lässt sich bestimmt gut machen auf meiner Magnetwand. So, was haben wir denn hier? Eine Begrüßungskarte, da könnt ihr mal nur sehen, was alles mit dabei war und der ganze Wert. Übrigens, die ganze Box hat mich jetzt für einmalig Loot Raider, also wenn ihr im Abo das Ganze macht, ist es günstiger, 35 Euro plus minus gekostet. Und hier könnt ihr sehen, wie viel einzeln diese Sachen wert sind. Also, ich habe da was gespart. Hoffe ich. So, dann gibt es ein Willkommen im MyLooter und ihr könnt an dieser Stelle ein bisschen pausieren das Video und dann könnt ihr es mal durchlesen. Ach, noch ein Sticker. So, die kommen gleich alle rein. Ja, dann würde ich sagen, ja, gucken wir mal an, wie das hier alles gemeinsam aussieht. Die Lampe ist angeschlossen, das war alles drin. Ich finde ein
Sehr schönes Loot diesmal. Und die Sticker hängen auch, die Postkarte auch. Und ja, ich habe mich gefreut, euch mal das Ganze hier zu zeigen. Sieht noch ein bisschen kahl aus, das Ganze. Ich glaube, ich brauche definitiv noch ein Loot-Paket und bin gespannt und ich lasse mich gerne überraschen, was demnächst auch noch so kommt. In diesem Sinne, abonniert, liked und bis zum nächsten Mal. Euer Dukonis von den Natzen-Nerds. Mehr Informationen zu Loot Raider findet ihr in der Beschreibung. Stay tuned.